Hey, ho, willkommen zu Prey. Oh, wer ist denn da hinten? Also, wir sind jetzt nur als kleine Info. Ich habe ja gesagt, wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Reparieren! Du, reparieren! Ich sehe dich. Noch eine Puppe. Du suchst nach mir. Was? Mit schwarzen Eiern hinter den Augen. Komm näher. Ja, noch näher. Was? Hilfe? Hilfe? Hilfe, Hilfe, was ist hier? Warte mal, das sind doch Menschen, oder? Dumme Puppen. Was? Sie auch? Sie wollen in die Küche kommen. Was? Gut, kommen Sie. Was passiert hier? Die Bitte des Kochs, du neues Ziel. Du erwischt mich nicht, was? Hilfe? Also, kleine Information. Wir sind jetzt, wie es oben steht, im Besatzungsquartier. Ich habe ja gesagt, wir sind uns auf der anderen Seite wieder. Die andere Seite war aber von der einen Tür in der letzten Folge die Datenzentrale. Und von dort bin ich halt direkt jetzt im Besatzungsquartier reingegangen. Dann sparen wir uns nämlich zwei komplette Ladebildschirme. Wie viele Körper hast du? Wie viele Körper? Ich habe... Hör mal, was bist du? Was soll das? Okay, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe da hinten gerade jemanden rumlatschen gesehen. Guck. Ist da hinten etwas? Ich kann es ja mal scannen. Ich kann ja mal herumscannen. Was lässt sich denn hier scannen? Irgendwie gar nichts. Vorhin habe ich hier noch überall... Du hast keine Puppen mehr. Vielleicht verhungerst du ja. Hä? Kann es sein, dass der mit einem Telepath spricht? Ich glaube, der spricht mit einem Telepath. Der hat sie nicht mehr alle. Okay, das ist da hinten, die Kantine. Dann mache ich jetzt meinen Abstecher dahin. Ich ziehe jetzt trotzdem mal eben noch die... Eine andere Waffe. Null Munition? Alles klar, habe ich nicht nachgeladen. Alles klar, habe ich hier auch nicht nachgeladen. Die ist nachgeladen. Okay, das ist schön. Warum gehorchst du? Kannst du nicht gegen die Bestienstimme ankämpfen? Was? Ich muss mal mit dem Typen quatschen. Ich weiß nicht, was er jetzt genau von mir will. Hallo? Wird gespeichert. Oh, oh. Freizeitbereich. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hallo? Ich bin doch hier gar nicht in der Kantine. Die ist doch da hinten. Da hinten sehe ich eine Berda. Es sei denn, ich bilde mir irgendwas ein. Nee, ich glaube, ich bilde es mir nur ein. Die Fliege. Oh, was ist das? Das ist ein Gedicht. Kleine Fliege, muntres Tier, unachtsam verscheucht von mir. Gleiche ich die Fliege nicht... Und bist nicht du ein Mensch wie ich? Denn ich tanze, trinke, singe, bis Gottes Hand mir bricht die Schwinge. Sind Gedanken Lebenskraft, bin ohne sie ich dahingerafft. Dann bin ich glücklich, sicherlich, ob lebe oder sterbe ich. Das war die Fliege. Du schickst immer mehr. Wann wirst du aufhören? Stopp! Kann mit all den Puppenbomben um mich herum nichts denken. Hilfe! Dieses Geräusch kenne ich. Oder? Ich dachte gerade, das wäre ein Phantom. Der macht. Phantoms machen immer so ein Trampel. Ja. Mist, das ist aber kein. Das ist wieder so ein Mensch. Ich weiß nur nicht, was. Ich gehe jetzt erstmal zur Kantine. Ich will. Weil der quatscht uns die ganze Zeit hier rum und ich will wissen, was der von mir will. Also, was er überhaupt will. Da liegt jemand. Hallo, guten Tag. Patricia Wang. Danke, danke. Disrupt die Batterien. Danke sehr. Die Munition nehme ich auch mit. Das ist eine Taser-Pistole. Oh, oh. Warum hatte sie die in der Hand? Ich ziehe die doch mal lieber. Guten Tag. Hä, wer ist denn das? Oh, sein Kopf. Hier, sein Kopf ist... Oh. Hallo? Da guckt er mich auf einmal an. Hilfe. Ich scanne den mal eben. Nein, er soll mich aber nicht sehen. Keine Daten. Fremdkontrolliert. Indigo. Defekter Lüfte. Da fällt er da raus. Nein, wie heißt der? Nicht Indigo. Doch, Indigo Lake. Fremdkontrolliert. Haben wir aber schon genug von gescannt. Telepath weiß ich gar nicht. Scan den da. Nicht den da unten. Hör mal, ich zeig da drauf. Wow, was geht denn mit dem ab? Den da scannen. Ja, jetzt, da. Guck mal, er fliegt sogar ins Freie. Ja, weiter.
Yes! Gut, und jetzt heißt's für mich... Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Den zu besiegen. Okay, puh, ein Moment. Ein Moment, was für eine Waffe benutzen wir jetzt? Kann ich von hier nochmal scannen? Nee, ne? Egal. Wir benutzen... Ich muss gerade aufpassen, ich habe das Gefühl, die kommen gerade alle hier hin. Das will ich nicht, weil ich habe das Gefühl, wenn ich in deren Nähe komme, dann explodieren die. Also ihr Kopf. Oh, das wäre doch mal gut. Sie müssen gehen. Oh nein, nein, es ist soweit. Da ist einer. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich drauf schieße. War das? Nein! Nicht explodieren. Okay. Er ist doch bewusstlos. Da steht... Oh, Mist, das wollte ich gar nicht. Ah, ich Vollidiot. Ich hätte auch abbrechen können. Egal. Bewusstlos. Yes, es funktioniert, Inigo Lake. Herr mit deinen Sachen. Mist, ich wollte gar nicht schießen. Mist. So, jetzt dich auch mal eben. Hä? Was? Okay, wir haben immer noch 50%. Jetzt 100. Ach, jetzt verstehe ich das mit dem Nachladen. Ach so, okay. Ach so, wir haben doch noch mehrere Schüsse. Okay. So, ich würde den Telepath ja eigentlich gern mit der Kuhstrahlkanone besiegen. Wenn ich sie finde, sind wir beide tot. Habe ich getroffen? Ich treffe, ich treffe. Nein! Okay, jetzt verstehe ich das. Die dürfen einen echt nicht zu nahe kommen. Mist, tut mir leid, Mann. Das war immer noch eine Vermutung. Jetzt weiß ich es. Nix, du explodierst nicht. Jetzt weiß ich Bescheid. Dich rette ich auch. So. Dein Kopf wird auch nicht explodieren. Okay, 77% noch. Ja, jetzt haben wir nur noch den Telepath. So. Okay, das mit der Kuhstrahlkanone. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was da abging. War ich zu weit weg? Nee, er ist damit. Wer Sie auch sind, laufen Sie weg. Sie sind das einzige Essen. Wow, wie wenig. Wenn Sie noch Ihr Gehirn haben, gut. Und die anderen da. Hä? Ey, nee, woher kam der? Sie, bevor Sie näher kommen. Das sind Truppen. Wow. Ihr Herr ist in der Nähe. Ja, ich habe die meisten ja jetzt hier bewusstlos gemacht. Ey, töte nicht die Leute. Ich muss mir mal eben ein paar Heiltränke geben. Habe ich ja bisher noch gar nicht. So, dann gebe ich mir noch ein Dingens und dann kann der Kampf beginnen. Dann machen wir den fertig. Eben noch ein Anzugsreparaturkit. Inventar. Da. Anzugsreparaturkit. Nehmen. So, ich drücke immer wieder Q anstatt G. Haben wir so gut wie voll. Jetzt kann der Kampf beginnen. Los geht's. So. Ich weiß nicht ganz genau, ob die Glow-Kanone funktioniert. Sieht nicht gut aus. Ich werde ihn auf jeden Fall besiegen. Ich muss nur gerade gucken, genau. Wie? Ich glaube, die Pistole. Ey, nicht schlecht. Nicht schlecht. Nein, 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 geh weg. Dieses doofe Ding. Ach, ich habe gar keine... Hä? Wieso Psy-Hypo verwenden? Ich habe doch genug Energie. Ah, jetzt. Er ist besiegt. Haha, ein paar deiner Puppen wurden getötet. Jetzt bist du dran. Sieh, kommen Sie ans Küchenfenster. Ich will Sie sehen.
Ich will auch mal mit dem quatschen, der klingt so ganz komisch. Sprich mit den Überlebenden in der Küche. Da hinten ist er. Ja, aber ich möchte mal gerne sehen, was mit den anderen Überlebenden ist. Hier sind ganz viele Getötete. Hier, sein Kopf ist auch explodiert. Aber ich glaube, das war ich jetzt nicht, oder? Kam die von hinten. Weil ich habe zum Schluss nochmal ordentlich Schaden bekommen. Apropos Schaden, mal wieder ein Anzugskit nehmen. Bräuchten wir eigentlich jetzt gerade nicht. Wer weiß, ja, ich nehme zwei trotzdem. Wer weiß, ob gleich ein Techniker vorhanden ist, aber ich nehme es trotzdem mal eben. Die halten viel aus. So eine Recyclerladung, ich bin mir nicht sicher, ob die treffen. Okay, meine Fähigkeit hat etwas gebracht. Ansonsten könnte ich halt noch mit der Rohrzange draufgehen. Kuhstrahlkanone bringt denn nicht sehr viel, da der ziemlich viel HP hat. Ich gehe mal davon aus, bei dem Albtraum würde die dann doch auch nicht so viel bringen. Es sei denn, wir haben ordentlich Munition. Ja, eigentlich bringt die 9mm Pistole hier ziemlich viel. Die sollte ich auch mal nochmal verstärken und noch ein paar Munitionsvorräte anschaffen, indem ich die zusammencrafte. Apropos craften. Wir müssen ja noch die Lizenz wieder zurücksetzen, also wieder freischalten. So, was ist mit euch? Ihr seid weiterhin bewusstlos. Ja gut, meinetwegen, ihr seid ja nicht tot. Ich glaube, die wachen zwar nie wieder auf, aber das ist ja egal. Die sind ja nur bewusstlos. Bewusstlos. Warum wirst du angezeigt? Indigo Lake. Warum sind hier überall so Pfeile über ihnen? Ich weiß es nicht. Ja, der eine, der ist leider gestorben. Aber dann weiß ich jetzt. Danke, Carlos. Dank dir bin ich jetzt erfahrener geworden. Ich weiß jetzt, dass die Kontrollierten explodieren, wenn sie einem zu nahe kommen. So, ein Koffer. Da muss doch was drin sein. Nein. Komm, hier habe ich ja auch schon geguckt. Da ist noch einer. Den habe ich auch schon. Oder du hattest einfach nichts. Ja gut, dann war es das. Keiner hat hier irgendwas für mich. Eine neuere Mod oder mal wieder ein bisschen Munition. Meinetwegen auch ein Medikit. Würde ich alles... Ja, hatte ich doch... Ah, ja, hier haben wir doch was. Anzugsreparaturkit. Sowas sehe ich gerne. So, da hinten war der Weg. Hier liegt noch jemand. Bewusstlos, cool. Zitronenschale, also er ist nicht tot, auch wenn es so ein bisschen so aussieht. Er hier ist tot. Daher auch das ganze Blut, denke ich mal. Hier war mal jemand vielleicht. So, okay, da hinten ist der Überlebende. Guten Tag. Machst du uns was Leckeres? Vielleicht kann er uns leckere Nahrungsmittel beschaffen. Vielleicht verkauft er die uns auch gegen... Ja, gegen was denn eigentlich? Keine Ahnung. Ich frage ihn mal. Guten Tag. Sprich mit den... Achso. Hi. Ah, Dr. Morgan Liu, was für eine Überraschung nach all der Zeit. Das hatte ich für Sie ein. Ihr Anzug. Was steht da auf dem Schild? Yu? M-Yu? M-Yu. Sie töten die Bestie selbst. Wenn Sie reinkommen wollen, sicher sein wollen, dann gehen Sie etwas für mich holen, ja? Hier, der Schlüssel für mein Zimmer. Gehen Sie, holen Sie meinen Preis. Er ist mir wichtig. Dann reden wir vielleicht. Jetzt sollen wir ihm erstmal einen Gefallen tun und dann reden wir vielleicht. Die Bitte des Kochs, suche im Kochquartier nach dem Preis. Wilmitches Quartier. Ja, alles klar. Jetzt hätten wir nicht andere Probleme. Mensch. Der ist aber auch ziemlich gelassen, kann das sein? Hier liegt überall Blut. Alles klar. Und ich soll jetzt für ihn das holen. Hör mal, ich brauche deine Hilfe, Mensch. Ich weiß noch niemals wofür genau, aber ja, keine Ahnung. Hey, ich kann hier irgendwie nicht springen. Hallo? Hä? Komisch. Hier darf ich nicht rein, ne? Küchenzugang. Nö, ich darf nicht zu ihm. Ja, dann eben nicht. Okay. Dann hätten wir das auch geschafft, haben ein paar Leben gerettet und den Typen kennengelernt. Was ist denn da hinten jetzt auch noch los? Ist ja noch jemand. Warum wirst du denn noch kontrolliert?
Ja, super. Ja, komm her. So. Keine Sorge, bist nur bewusstlos. Die checkt das... Oh, Ersatzteile. Die checkt das natürlich auch. Bleiben Sie weg von mir, ne? Weil wenn ich zu nahe komme, explodiert Ihr Kopf. Aber wir haben ja die Waffe der Waffen. Deswegen können wir das Ganze so regeln, dass keiner von uns beiden sterben muss. Ah, das sind ja nur... Oh, nee, du. Bleib weg. Aber ich halte sie trotzdem mal draußen. Wir gehen jetzt... Nee, Datenzentrale, Kochquartier, goldene Waffe. Ja, komm her. So. Haben wir dich auch erledigt. Also, ne? Ich meine, bewusstlos bekommen. Hey, das kann ich tragen. Ja, und jetzt? Achso, das kann ich auch tragen. Hebelkraft 1 benötige ich nur dafür. Ja, 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 ist ja gut hier. Yeah! Krankenstation, Medikit. Plasmabeutel, Plasmabeutel, Plasmabeutel. Was die mir bringen, weiß ich nicht. Die sind auf jeden Fall abgelaufen. Anzugsreparatur, okay, jetzt Psy-Hippo. So, dann wird gleich schon mal unsere HP wieder aufgefüllt. Finde ich sehr gut. Oh, ein Fabrikateplan für Anti-Red. Arzneifabrikator. Hi. Sie hatten wohl einen harten Tag. Vielen Dank. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen. Nein, mache ich nicht. Vergiss es, werde ich nie machen. Niemals werde ich einen Fragebogen ausfüllen. Das werde ich niemals machen. Kannst du knicken. So, 200 HP haben wir wieder voll. Rüstung geht auch noch. Hm, ja, ist eigentlich alles okay. Kann ich das hier aktivieren? Nee, Sicherheitsstufe 3. Geht nicht. Ist ja auch egal, ich wollte jetzt da hinten hin. Goldene Waffe. Die müsste jetzt keine hier Sorge sein. Keine Sorge wegen Strom. Flackern. Die Station hat nur Schmerzen. Gehen Sie weiter. Was ist mit dem Typ? So, was ist das hier? Kann ich nicht wegtragen. Okay. Na gut. Jetzt ist die goldene Waffe da. Da ist sie. Wow. Hier sind überall Türen. Ah, ich kann es aber entriegeln. Welche Tür ist das? J. Marx. Goldene Waffe. Den Code müssten wir haben. Ja, doch, den haben wir. Der Sternbeuger. Band 2. So, so. Ja, Millimeter-Munition. Ah, super. Die ist mir wichtig. Mal eben die Waffe upgraden. Das könnte ich mal eben machen. Sortieren. Wo ist sie? Da. Nein. Das ist Quatsch. Das ist sie. Menü. Verbessern. Den Schaden kann ich nicht verbessern. Magazinkapazität. 17? Ich muss mal gerade was gucken. Ernsthaft? Die hat sich nicht erhöht? Ernsthaft, von 17 auf 17? Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Deswegen wollte ich es jetzt einfach mal ausprobieren, ob es wirklich so ist. Ja, okay, alles klar. Alles klar, okay. Effektive Reichweite. Okay, das mache ich mal. Das mache ich mal. Präzision jetzt nicht unbedingt. Nicht unbedingt, nee. Das mache ich jetzt gerade nicht. Die Kuhstrahlkanone könnte man nochmal verstärken, ne? Aber da müssten wir uns auch nochmal neue Upgrades kaufen, damit wir auch die richtig gut verstärken können. Das wäre dann hier, ne? Ja, je nachdem welche Waffe. Stimmt auch wieder. Kostet aber auch eine Menge Neuromods. Dann hätte ich die doch eigentlich lieber... Nee, doch. Ich hätte dann die Neuromods, die ich dann dafür ausgeben könnte, würde ich dann doch lieber für etwas anderes ausgeben, weil wir besiegen die Gegner ja bisher. So. Bisher hatten wir ja noch nicht so große Probleme, außer das eine Mal, dass wir fast gestorben wären. Ein großes Problem wäre, wenn uns die Munition alle geht und wir haben nur noch die Rohrzange in der Hand. Und dann kommt so ein Teil, was fliegen kann. Das wäre doof. Waffen-Upgrade und die goldene Artemis. Ernsthaft? Ich habe gerade ein Waffen-Upgrade gemacht. Ist das dein Ernst? Oh Mann. Die goldene Waffe. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Schaden ist. Was machst du denn für einen Schaden? Gucken wir mal nach.
So, da. Feuerkraft 10, das ist auf jeden Fall mehr. Wo ist unsere? Ernsthaft, aber... Warte mal. Die müsste ich jetzt auch nochmal upgraden. Und ihr benutzt beides 9mm, oder? Wow, um 12 erhöht sich das. Okay. Alles klar, das ist schon mal was anderes. Das ist auf jeden Fall was anderes. Das sind schon mal zwei mehr. Magazinkapazität wieder auf 17, okay. Reichweite ist fast dasselbe Upgrade, nur dass sie halt mehr Schaden macht. Ich würde sie einfach austauschen, wenn die beiden denn dieselbe Munition benutzen. Ich gucke, ich kann ja ganz easy nachgucken. Ja, 17 Schuss insgesamt. Und jetzt wechsle ich einfach mal. Nein, nicht so. So. Wo ist sie? Da. Ja, 17. Sie benutzen beide dieselbe Munition und die Waffe ist besser. Deswegen tausche ich die jetzt einfach aus. Mal, und da habe ich gerade das Upgrade gemacht. Ah. Okay, ich habe ja genug Upgrades. Also, darf mir sowas mal ausnahmsweise passieren. Aber nur ausnahmsweise und nie wieder. Sonst bin ich böse auf mich. So. Na gut, machen wir weiter. Die Waffe ist auf jeden Fall schick. Schöne goldene Waffe, kann ich mal nachladen. Auch wieder 15, ne? Auch wieder 15. Okay, da sind wir doch jetzt schon mal besser gewappnet. Das heißt, als nächstes gehen wir zum Kochquartier. Ist direkt hier nebenan. Ja, ist direkt hier nebenan. Da holen wir den Preis, geben ihn den und schauen da mal, was passiert. In der nächsten Folge. So, ich mache nämlich mal eben eine kleine Pause. Geht nämlich nachher erst wieder weiter. So, ne? Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bye, bye. Ciao, ciao. Und tschüss.